mit meinem Tablet, mit meinem Handy einfach so live zu gehen. Ich dachte, probier's das mal. Ich habe mich in meine Hobbykammer verzogen. Das ist nur ein Mini, 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 Mini-Test. Wenn das wirklich auch so funktioniert wie jetzt, dann kann ich das auch, kann ich auch so live gehen. Ich möchte einfach bloß ganz normal basteln, ohne großen Schnickschnack, und habe mir überlegt, ich mache bloß ganz schnell eine Karte. Und ist alles ganz spontan. So, mein Falzbrett. Und dann brauche ich ein bisschen Papier. Ich hatte doch hier so einen Block liegen. Ich habe hier ein bisschen Papier mit Cardstock. Nee, ist nicht Stream Elements. Ja, ich habe es nicht verändert, weil ich bin nicht an meinem Computer. Ich habe einfach das einfach so eingeschalten wie mein Tablet. Drum steht hier Food and Drunks. Also das soll doch zu dir gehen, ne? Das ist ja einfach nur. Das ist ein anderer Stream-Teil. So, habe ich mir das hier hergelegt und ist alles nur ganz spontan. Also es ist nichts Weltbewegendes, es ist nur ein Test, ob das so auch geht. Und ich weiß auch gar nicht, wie viel ihr seht, und das muss ich mir dann erstmal am großen Computer nochmal normal anschauen, wie das aufnimmt und wie das so läuft. Und so. Also wie gesagt, es wird kein langer Stream, das wird nur für ein paar Minuten, weil ich bin nur am Testen, ob das so geht, wie ich das gerne möchte. So. Weil da wäre ich mir nämlich dann, wenn das wirklich jetzt auch so gut auf der zu sehen ist, dann kann ich nämlich auch so live gehen. Ohne große andere erstmal Technik. Meine Schwester, die wird mich nämlich auch gleich anrufen. So, dann kleben wir das hier drauf.
Na, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Und ich möchte so gerne was mit Washi-Tape arbeiten. Ich habe ja so viel Washi-Tape. Das ist ja eigentlich was, was man eigentlich auch gar nicht so viel. Man hat und man benutzt es nicht. Jetzt will ich erstmal sehen, ob ich hier noch. Ich habe ja sowas hier. So was mit so einem Hund und so einer Katze. Ist was breiter. So. So. Ich habe mir hier solche kleinen Rosetten gemacht, aber da bin ich auch noch nicht so, da bin ich auch noch nicht so, so erhaben darin, wie man das am besten macht. Also ich, dafür mache ich zu wenig von diesen Rosetten. Aber für jetzt, ja, da reicht das. So. Jetzt habe ich hier noch was auszuschneiden. Habe ich hier was? Ich hatte gerade hier ein bisschen Papier liegen gesehen. Was Weihnachtliches. Ich habe mir das alles hier von gestern noch hier auf den Haufen. Schon wieder weg. Okay. Es liegt vor meiner Nase. Ich hier auch noch ein Stück liegen. Was habe ich denn? Oh ja. Was soll's. Ja, Weihnachten ist zwar nur schon vorbei, aber mir kam jetzt gerade die Testidee und das wollte ich mir jetzt erstmal nicht nehmen lassen. So, ja, na das ist doch schon mal. Ja oder ja? Ach, ich habe hier den Weihnachtsmann. Oh, oh mein Gott, ich kann jetzt alles runter. Ich habe hier so viel Leben. Ich guck mal, ob ich hier noch so einen kleinen Spruch habe.
Und dann zeige ich euch zum Abschluss noch, was ich die letzten Tage so gewerkelt habe. Und fällt alles runter. Ich brauche hier so einen kleinen Weihnachtsspruch. Es ist nicht so was Kleines drin, was ich suchte. Der Christmas Village passt ja nur eigentlich mal nicht hier drauf. Scheint es irgendwie auch nicht so. Ich mache hier einen einfachen Stern drauf. Ich mache hier einfach so einen Christmas-Stern, weil Schrift habe ich ja eigentlich schon. Soll ich mal sehen, dass ich hier so einen Weihnachtsstern habe? Weihnachtsstempel. Also brauche ich einen kleineren. Habe ich hier so einen kleineren? Habe ich hier Sterne? Oh. Ja. Schaut doch gut aus. Und da habe ich für gestern hatte ich mir noch was ausgedruckt, aber das Papier habe ich auch schon wieder weggelegt. Ihr seht, das ist ja nicht so eine Ordnung, wie es sein soll bei mir. Na, ist mal egal. Da mache ich mir jetzt auf der Schnelle ein bisschen was. So. Ich habe hier was Washi-Tape und damit das nicht so. Klebe ich mir erstmal ein paar Streifen hier. So, weil die sind nicht so groß, die Sterne. So kann man nämlich ganz schnell einfach sich was Papier machen, aber das will wieder nicht. Fuffi-Effekt. Ach, der Stempel, der will auch nicht so. So. Nee, so das ist doch nicht das Richtige. Ich habe hier so eine kleine Krimskrams-Dose So, ich habe hier so eine kleine Dose, da habe ich auch so kleine Reste drin von ausgestanzten Teilen. Mal sehen, ob ich da hier was finde. Wo ich sage, hey, das ist ja super. Ah, hier haben wir doch schon was. Ja. Hier haben wir doch noch einen kleinen Stern als Dekoration. Das ist doch schon super. So.
Das war mein Testvideo. Mein Test live via Handy. Und jetzt zeige ich euch noch ganz schnell, was ich die letzten Tage gewerkelt habe. Und ja. So. Ich habe nämlich ein bisschen was gemacht. Die letzten Tage. Also wir haben in einer Facebook-Gruppe, da haben wir einen Auftrag, also da ist eine Challenge, um einen Tag zu machen, Demo Gorgeous. Und da habe ich mir dieses hier überlegt. Und dann haben wir in einer anderen Facebook-Gruppe, ist das Thema Haustiere. Und da ist mal dieses, habe ich dieses gemacht. So, und dann diese Karte ist jetzt mal so ganz spontan entstanden. So. Und diese beiden habe ich auch noch gemacht. So, diese beiden sind auch noch, die sind gestern entstanden. Das ist auch für Facebook-Gruppe und ja, dann verschickt und okay. Ich danke euch erstmal ganz schnell fürs Zuschauen. Und ich weiß, dass ich auch so aufnehmen kann. Und ja, bis zum nächsten Mal.